Also rein von der Intelligenz her, von den. So, da. Du kannst. Endlich. Dahin. Der Sniper kann theoretisch direkt mal hier hin. Boah, das ist jetzt echt knifflig. Was mache ich jetzt? Weil ich weiß, die stehen da. Das weiß ich. Das fällt aus. Mach nicht die Tür auf. So, du gehst in seine Position. So, dann schauen wir jetzt mal. Okay, die sind hinten in dem Raum. So, dann schauen wir mal, dass wir dicht nachrücken. Aber du bleibst trotzdem als Rückendeckung. Falls der Lithiumiton meint, hier flankieren zu müssen. Na, Entdeckung. So. Der Sniper setzt sich dahin. Du machst einfach nur einen Fernposten, falls sie da durchkommen. Das gleiche gilt für dich. Du stehst. Warte. Hinter dieser Wand und schaust da runter. Für den Fall, dass sie kommen. Auch noch. Kein Gegner. Die stehen wirklich ganz hinten drin. So, dann lauf mal rein. Dann darfst du dich jetzt hier hinstellen. Du stellst dich dahin. Du gehst dahin. Machst eiskalten Feldposten. Der Sniper hier. Bringt mir gerade gar nichts. Du kannst mal gucken, ob wenn wir gleich dürfen, ob du von dort aus was siehst. Eigentlich müsste ich mit dem woanders hin. Also mit dir gehe ich dahin. Und mit dir dahin. Weil dann könnt ihr nämlich durch die Tür durchlucken und gucken, vielleicht sehen sie ja später was. Hast du noch einen. Ah, du hast noch den Gefechtsscanner. Das ist natürlich sehr praktisch. Dann darfst du nämlich mal hier durchlucken. Einfach nur mal zum Schauen, ob da vielleicht schon jemand drin ist oder ob die Tür hinten offen ist. Alles klar, Lady Timiton und der Ätherer. So, sollen wir es mal probieren? Ja. Bereit zum Angriff! Ich finde den Ätherer voll gruselig. So wie der sich immer so langsam umdreht und so. Ich wusste, dass er kommt. So, 54 und 45. Ja, ich müsste eigentlich erstmal den Ätherer kaputt machen, bevor ich irgendwas anderes tue. Okay, es war nur die Wand hinten dran, die kaputt gegangen ist. Okay, meine Sniper bringen mir jetzt natürlich gar nichts. Aus dem Grund, weil ich weiß, dass es die letzten sind. Stellt sich der eine Sniper jetzt mal hier. Und der zweite Sniper stellt sich. Ja, wohin stellt der sich? Stellt sich mal hier dran. So, du mit der Legierungskanone. Du kannst mal Sturm und Schuss. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen riskant ist, aber hier hinsetzen. Und den mit 100% wegmachen. Oh nein, da fehlt da ein Schaden. Fuck. Okay, dann machen wir es anders. Sturm und Schuss, dann bis
Hier hin? Weil da, bei dem zählt die Deckung ja sowieso nicht. Und dann hast du den nämlich gedingst. 100%, dann machst du den weg, weil der kann Granaten werfen. Das ist nicht so gut. So, jetzt schauen wir mal. Ach, du bist ja auch noch da. Ein Moment. Könntest du ja von hier aus rein, theoretisch. Jetzt muss ich wirklich mal schauen, von wo aus kann der den treffen? Kann der den überhaupt treffen? Ja, also allerhöchstens vielleicht, wenn er hier steht. Okay, schade. Jetzt schauen wir mal, was er tut. Na, okay. Neun Schaden hat er mir gemacht. Ja, das Problem ist, wenn ich jetzt mit dem schieße und der die Schüsse zurückwirft, was er ja durchaus kann, habe ich ein großes Problem. Deswegen, kurzer Rückzug mit dir. Und stellst dich zu dir. Und heilst den. Das ist mein letztes Medikit, was ich jetzt so großartig habe. Ich habe noch ein Medikit für den Fall, dass irgendwie was schief gehen sollte. Gut, dass ich dich da drüben hingesetzt habe. So, Präzisionsschuss und Treffer. 19 Schaden. Moment. Du hast doch den Pulsbogen, gell? Dann stell du dich jetzt mal bitte neben den und Pulsbogi ihn. 90%. Ich hab's geschafft. Ein weiterer Sieg. Gute Arbeit, Commander. Ich hab einen Ätherer. Okay. Damit hatte ich jetzt nicht so gut gerechnet. Ja, gut. Mal einen Ätherer gehabt, ist ja auch nicht schlecht. Keinerlei Verluste im ganzen Trupp. Keine schlechte Leistung. Ihre Männer haben ein Händchen dafür, Aliens lebend gefangen zu nehmen. Ich hoffe, Sie wissen, wie wichtig Ihre Arbeit für uns ist. Bitte danken Sie Ihren Truppen von mir. Alter, ich habe einen Ätherer gefangen. Einfach mal so. War ja auch zum Glück kein Risiko dabei. Warte, was wollte ich jetzt machen? Genau, die Forschung. Ich weiß Ihre Unterstützung für das Forschungsteam zu schätzen, Commander. Die Neuzugänge sind im Labor schon bei der Arbeit. Phasionische Energie verfügt unsere Mitarbeiter. Ist das auch klar, weswegen sie nur ungern in der Nähe des Wesens arbeiten? Um aber irgendwas, das braucht was auch, so müssen wir... Ja gut, dann verhören wir mal, ne? Alles klar. Er konnte verhört werden. Ich dachte im ersten Moment, er schafft es, das abzuwehren. Das wäre schlecht gewesen. Sehr, sehr schlecht sogar. Ich habe noch einen Firestorm Bau. So, gucken wir jetzt mal, dass das Psy-Labor fertig wird. Psionisches Labor online. Sehr schön. Weitermachen, und zwar gucken wir jetzt mal. Wir können nun unsere Soldaten zum Testen in das Psy-Labor schicken. Wenn wir den Bericht haben, informiere ich Sie über die Ergebnisse. Unsere Forschungen lassen vermuten, dass es eine Verbindung zwischen der Willenskraft eines Kandidaten und seinem psionischen Potenzial gibt. Wir hoffen, einer unserer Soldaten erfüllt die Voraussetzungen. So, Moment. Wir holen jetzt gleich mal noch ein paar... Moment, Offiziersschule. Genau, die Grundlagen. Das habe ich nämlich noch gar nicht gemacht. Eiserne Willenskraft. Sehr schön. So, Soldaten ab. Nee. Ich wollte das Psy-Labor nicht besuchen, sondern Soldaten anmustern. Und zwar mal so 5 Stück. Genau, so.
Alles klar, jetzt habe ich nämlich kein Geld. Moment, ich kann mir aber noch mal ein bisschen Geld holen, theoretisch. Indem ich einfach die kaputten Sachen hier verkaufe. So, und jetzt müssen wir nämlich noch eine Sache machen. Die vergesse ich nämlich andauernd. Und zwar gucken wir mal, dass wir hier Verteidigungsmatrix für den genau 20. Aktiviere dieses Modul während des Abfangs, um einen sofortigen zeitbegrenzten Schub der Verfolgungsgeschwindigkeit deiner Einheit zu erhalten. Aha. Das machen wir einmal. Verteidigungsmatrix machen wir zweimal. Und den Satelliten Zielhilfe. Die machen wir gleich viermal. Okay, doch nur. Doch nur zehnmal, doch nur zweimal. Okay. Alles klar. Weil für den Fall, dass wir jetzt gleich nochmal ein UFO abschießen müssen oder so. Satellitenkontrollzentrum bereit. Weitermachen. Flugzeugtransfer abgeschlossen. So. Alle Technologien Forschungsgerät des Verdienst. Alles klar. Das Verhör dieses Wesens ist, das eindeutig zu den Anführern dieser Invasion gehört, war eine extrem riskante und schwierige Aufgabe. Trotz unserer Erfahrung darin, das Gebäude vor den Fähigkeiten der psionischen begabten Aliens zu schützen, überschritt dieses Wesen bei weitem alle zuvor festgelegten Obergrenzen. Die meisten Informationen, die wir diesem Gefangenen aber abtrotzen konnten, waren bestenfalls kryptisch. Da es selbst unseren eindringlichsten Vorgehensweisen beim Verhör noch Widerstand entgegensetzte, doch die experimentelle Bildaufzeichnung, mit der wir die Hirnaktivität des Aliens überwachten, zeigte eine höchst ungewöhnliche Muster neuraler Aktivität, von denen wir annehmen, dass sie mit seinen mentalen Kräften in Verbindung stehen. Diese Information könnte uns bei diversen Forschungszweigen helfen, schneller Ergebnisse zu erzielen. Okay. Ja gut, wir haben aber keine mehr. Wir können nichts mehr erforschen. Wir sind schon vollkommen fertig. Dahle. So. Alles klar. Die Soldaten sind angekommen. Ach ja, gut. Mache ich immer so drei Plasmagewehre für fast 800 Credits zu verkaufen. Leichtes Plasmagewehr. Die hier hätten sie gerne, gell? 79. Ja, das dachte ich mir fast. Satelliten starten. Ne, Satelliten habe ich jetzt okay. Habe ich jetzt leider noch keine. Sehr schön, die Werkstatt ist fertig. Zusätzliche Werkstatt online. So, Psi-Tests sind in 3 Tagen fertig. Bitte kommt davor nichts mehr. Wir haben da vielleicht etwas, Commander. Na, endlich! Unser Kandidat ist anders. Wir empfangen Werte an psionischer Energie, die sich von denen der vorherigen Tests unterscheiden. Ja! Boah, erstmal strecken darauf. Ergebnis anzeigen. Wer ist es? Seit die Menschheit zum ersten Mal den Sternenhimmel betrachtete, fragt sie sich, was dahinter liegt. Nur wenige haben allerdings den Blick nach innen gewagt. In der menschlichen Seele liegen mehr Geheimnisse verborgen, als wir es uns vorstellen können. Wie ironisch, dass der Schlüssel zum Sieg über unsere Feinde nicht Waffen oder Kriegsgeräte sind, sondern in unserem Inneren verborgen liegt. Und wenn wir erfolgreich waren, haben wir einen Vorgeschmack darauf erhalten, was kommen wird. Und erschafften etwas Außerordentliches. Okay. Psi-Experimente haben ergeben, dass einer unserer Soldaten über Psi-Fähigkeiten verfügt. Wenn Sie das verfügbare Psi-Training einsetzen wollen, gehen Sie zur Kaserne und lassen den Soldaten eine Psi-Beförderung zuteil werden. Neue Psi-Training-Optionen und verfügbar. Okay, alles klar. Oh, Tim McDonald. War ja klar, dass McDonald wieder begabt ist. So. Soldaten anzeigen. Genau, mein Rino. Du bist begabt. Das finde ich jetzt irgendwie cool. Mieser Drip. Sehr schön.
Es kann sein, nutze im Gefecht Psi-Fähigkeit, um zusätzlich Psi-Training freizuschalten. Das Ziel verliert völlig den Bezug zur Realität, verringert dadurch Zielsicherheit, Willen und Bewegung und richtet 5 Basisschaden an. Robotische Fähigkeiten sind immun. Hält 2 Runden lang. Eine Runde ist Abklingzeit, okay. Alles klar. Perfekt. Ist die Golob-Kammer schon fertig? Nein, 2 Tage? Gut. Moment, speichern. Bevor jetzt hier irgendetwas passiert, speichern wir. So, haben wir gespeichert. Ja, wir speichern noch. Gehen wir mal. Ja, jetzt haben wir gespeichert. Gehen wir mal auf Nummer sicher, weil jetzt, sieh mal, jetzt bin ich so weit. Hier geht gerade eine Übertragung vom Rad ein. Okay. Was haben wir hier? Der bekannte Friedhof soll laut unserer Meldung von Außerirdischen wimmeln. Wir werten die Berichte noch aus, aber wenn die Aliens das Gelände als Aufmarschgebiet benutzen, müssen wir das so schnell wie möglich unterbinden. Natürlich! Starte den Einsatz. Nicht jetzt. So, Einschärfung, ja, machen wir gleich. Wir werden nicht vorher noch irgendwas anderes machen, sondern... nein, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte irgendwas anderes gucken. Lass mich mal kurz nachdenken. Irgendwas wollte ich gerade machen. Ich weiß nicht, was ich machen wollte. Egal, gut. Dann machen wir das halt. Ah doch, na, jetzt weiß ich wieder. Ich weiß es wieder. Lass mich zurück. Ich wollte wissen. Nein, ich drücke immer eins zu häufig. Und zwar wie die... Ah, USA. Ja gut. Dadurch, dass es in den USA auch ist, wird da die Paniker zum Glück verringert. Das heißt, es wäre gar nicht so schlecht. Gut, dann machen wir diese Entschärfung. Ja, dieser amerikanische Friedhof. Alles klar. Startet das Einsatz. Wisst ihr Bescheid? Startet das Einsatz. Ja, genau. Hier ist mein Kollege, der psionische Fähigkeiten besitzt. Alles klar, dann auf geht's. Bereit machen zum Einsatz, Strike One. So, los geht's. Machen Sie sich einsatzbereit. Unser Operationsgebiet liegt in den Vereinigten Staaten. Von Amerika. So, Einsatz starten und sobald wir gelandet sind, werde ich... Alter, das ist ein großer Friedhof. Werde ich nochmal kurz speichern. Einfach nur aus Sicherheitsgründen. Strike One, wir haben eine Plasmabombe entdeckt, wie es scheint. Ausgerechnet auf einem Friedhof. Ich vermute, die Aliens haben absichtlich die zentralste Stelle gewählt, die sie finden konnten. Wenn wir die Waffe nicht entschärfen, bevor sie voll aufgeladen ist, wird die umliegende Stadt ausgelöscht. Wir empfangen ungewöhnliche Hitzesignale in der Gegend. Die Aliens verwenden mobile Energieknotenpunkte, um die Bomben scharf zu machen. Wenn sie diese deaktivieren können, verschafft ihnen das etwas Zeit, um an die Sprengkörper heranzukommen. Ziele wurden aktualisiert. Alles klar. Okay, Bomben. Na super. Ja gut, dann lauf du mal zu der Bombe hin. Also zu dem Knotenpunkt. Mach ihn aus. Und erkunde mal die Seite. Knotenpunkt ausgeschaltet. Dadurch gewinnen Sie etwas Zeit. So, dann suchen wir mal jetzt ein paar Knotenpunkte, zu denen wir am besten hinlaufen. Machen wir 3 Stück. So, dann kannst du nämlich mal da runter oder hier. So. Mache ich nämlich jetzt 3er-Teams. Der Posten. Der Sniper hier kann sich mal hier oben hinstellen. Wirft seinen Gefechtsscanner hier hin. Ah, lieber. Ja, wenn du den da oben drauf setzt, wäre das ziemlich gut. Falls da nicht liegen bleibt, könnte das machen. Was ich nicht so toll fände. Ah, okay. Egal. Er ist zwar nicht oben drauf liegen geblieben, aber es gibt auch keine Bugs. Das wiederum ist auch gut. Zack, darunter. Du bist Roberts. Ah, du bist nicht der mit... Ne, du bist Cash, genau. Du bist der mit Psionenfähigkeit. Alles klar. Dann probieren wir die natürlich auch einzusetzen.
damit er Training kriegt. Und Feldpause. Und du kannst mit hier rüberlaufen. So. Die Bombe ist aufgeladen in 3 Runden.